Liebe Game-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gamestar spielt ja, und heute dominiert die Farbe Rot. Deshalb haben wir uns ein bisschen passend noch, dass doch noch etwas anderes vorkommt. Wo und in welchem Spiel ist die Farbe Rot besonders dominant? Ja, in Doom. Doom, also Doom, wenn ich diesen Namen höre, war das damals noch in der Kantonsschule bei uns? Ja, genau, im Gymnasium. Ja. Da durften wir eigentlich offiziell nicht, aber es gab so Computerräume und da war Doom sehr beliebt. Später, glaube ich, noch ein bisschen Quake, aber das war schon gegen das Ende unserer Schulzeit. Aber Doom, das war überall. Ja, also schon lange her und jetzt sind die vier Lettern wieder da. Doom, und es soll sich ähnlich spielen wie damals. Wir sind gespannt und steigen gleich mal ein. Ja. Wo sind wir hier? Auf dem Mars natürlich. Ja, auf dem Mars, relativ am Anfang. Mhm. Und man sieht schon, das Spiel ist einfach schnell. Hier die Kampagne, also das ist jetzt nicht der Multiplayer, sondern es gibt so eine kleine Kampagne. Und das erinnert mich natürlich, also Mars, das ist klar, das ist Doom. Ah, und was brauchen wir in Doom? Die Keykarte. Die Keykarte. Sonst geht da gar nichts. Aha. Und hier kannst du noch drauf hüpfen. Genau, oben durch. Und dann holen wir, glaube ich, hier noch so eine kleine Puppe. Links kannst du da. Komm ich da rüber? Da kommst du. Da kommst du? Ja, natürlich ein bisschen. Voilà. Und da hast du sie doch. Ja. Ja, auch solche Sachen sind drin. Aber jetzt geht's natürlich in die Zone. Nein, da wollen wir rein. Jawohl. Ui, haben wir was Neues. Ja, und auch jetzt, wenn es ein wenig offen aussieht, also es ist wirklich so, ihr könnt euch eigentlich immer vorstellen, ihr kommt in einen neuen Raum rein. Und da müsst ihr halt alle Gegner dann doch besonders blutig beseitigen und dann geht's weiter. Oh. Und hier, das ist das neue Feature, schon sehr eindrucksvoll vorgestellt. Das sind die gloriosen Tode, die du machen kannst. Genau. Oben hat man das Radar, wenn man so ein bisschen sieht, wo man hin muss. Für Leute wie mich, die manchmal nicht wissen, wohin. Und so ist immer, da kriegst du halt immer Lebensenergie. Mhm. Kann nicht schaden, denn es ist so, du bekommst hier natürlich nicht, wie in einem Ego-Shooter gewohnt, die Energie wieder neu zurück, sondern du musst sie dir erkämpfen, deine Lebensenergie. Genau, also nichts mit in Deckung gehen und warten, sondern aktiv. Aber das passt zum Spiel, weil bei Doom, es ist einfach auch im Multiplayer. Es ist einfach so, man muss immer in Bewegung bleiben, nicht irgendwo hingehen und warten, sondern der muss auch nicht weggehen. Nein. So, wechseln wir mal die Waffe. Ich habe noch nicht so viel. Aber natürlich gibt es Doom klassisch ganzen Haufen, auch die BFG gibt es auch wieder. Ja, wunderbar. Und erstmals auch werden die aufgerüstet, genau, die Waffen. Das ist ein neues Feature. Man kann Sachen aufleveln, was früher nicht möglich war. Aber ein bisschen Modernität muss auch da rein. Genau, das ist immer sehr schön animiert, was du da machen kannst, wie du es aufleveln kannst, was es dir nutzt. Und gefällt mir eigentlich sehr gut, was du da noch dazu machen kannst, weil eben die Effekte sind einfach geil, was alles drinsteckt. Ja, das ist, also es spielt sich jetzt, für die nur zuschauen können natürlich, es spielt sich wirklich ein bisschen wie das klassische Doom. Also es ist, man muss jetzt auch nicht eine super Story erwarten, sondern das Feedback, das einfach alles ist ein bisschen wie bei Doom. Vielleicht hat man auch aus diesem Grund keine Zahl mehr in den Namen gemacht. Also nur noch Doom und nicht Doom 4. Ja, der Zahnarzt Doom war das jetzt im Einsatz. Ja, ein bisschen was für den Ausblick. Ja, eben, also sei es weitsichtig, sei es das Ganze, also sieht schon sehr, sehr gut aus. Und der Grund dafür ist Engine. Genau, ID Tech 6 heißt die Engine. Und das ist die Weiterentwicklung von ID Tech 5 natürlich. Das
die hat man bei Rage gesehen. Das war, glaube ich, das letzte Spiel von ihnen. Mhm. Und das war noch eine andere Konsolengeneration und jetzt hier, und es sieht wirklich toll aus. Sieht man hier das Ganze, ja. 60 Frames, 1080p und das auch auf die Xbox One, die ja manchmal ein bisschen hinter der PlayStation herhängt. Aber hier sind sie auf demselben Niveau. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es so weitergeht. Und jetzt sind wir im Kernstück von Doom. Ja, Multiplayer. Da ist es. Ja, und zwar gibt es zig Varianten hier, zig Modi, die ihr spielen könnt. Und hier werden wir gleich so richtig weggeblasen. Aber wir sind zurück. Hast du einige im Kopf, was es gibt? Modi, ja, den wir hier spielen, der Zone Domination nennt sich das hier. Ja. Dann gibt es natürlich Deathmatch-Geschichten und dann halt so, sie nennen sie ja immer ein bisschen anders, aber Capture the Flag, also die, aber wie der heißt im Spiel, weiß ich nicht so genau. Genau. Spirit gibt es, glaube ich, noch was. So die Seelen rausziehen, genau. Einfrieren lassen, die also Gegner. Es sind schon einige Modis, also sind viel, sind es etwa 6, 7 oder noch mehr? Ja, ja, sind noch mehr sogar. Und mehr soll ja auch kommen. Da gibt es natürlich schon den Season Pass. Und da kommen dann auch noch einige mehr Maps, einige mehr Waffen und natürlich auch Modis. Weil zum Start sind ja die Anzahl Modis, nicht die Anzahl Maps, sind ein bisschen limitiert, finde ich jetzt. Mhm. Von der Anzahl her, mit 9 macht man keinen Rekord. Macht man keinen Rekord, es zeigt aber ein bisschen so die Art und Weise, wie diese Spiele jetzt und wo sie hingehen, oder? Man bietet etwas an, ihr habt hier einen Happen und dann kommt Stück für Stück, dass man halt dran bleibt. Ja, aber da ja eigentlich Battlefield und, sage ich jetzt auch, Call of Duty so die Platzhirschen sind, die halt teilweise 16 Maps mitbringen, denke ich schon, dass dann der kleinere Titel, also in Anführungszeichen, auch ein bisschen mehr bieten könnte, finde ich. So, holen wir das mal, versuchen wir es. Aber was es ist, ich meine, ich bin wirklich schlecht in diesen Spielen, also nicht generell in Shooter, aber hier in Doom bin ich nicht so gut, weil das einfach Fast-Pace-Action ist. Auf den Punkt genau haben sie ihn erwischt. Nein, es ist ganz anders, du bist unser Experte. Aber wie du gesagt hast, also das habe ich schon beim Spielen jetzt gemerkt, das ist einfach unglaublich schnell, man muss bereit sein und man spielt ganz anders. Ja, weil man eben nicht rumstehen muss und ich bin es mir halt gewöhnt, dass man rumsteht und hier ist doch anderes gefragt. Müssen aber auch sagen, in dieser Partie, die haben wir nicht von null angefangen, sondern wir waren schon hinten drin. Ja, später Einstieg. Aber insgesamt hat es halt nicht ganz gereicht. Trotzdem, so den großen Überblick haben wir, glaube ich, jetzt von Doom, oder? Ja, also man kann vielleicht noch erwähnen, diesen Editor, den es gibt, wo man wirklich Levels machen kann. Also Levels, natürlich nicht komplett neu, aber auch Modi, wo die Kisten sind und so weiter. Also wirklich sehr mächtig, das Teil. Mhm. Und ich denke, das wird auch langfristig dem Spiel gut tun, dass da Leute dann was machen. Aber sonst, also man kann es einfach ganz einfach sagen, Doom ist zurück. Im klassischen Stil mit neuer Grafik. Ja, unglaublich schnell und cool. Einfach, es ist wirklich das Feeling, also ich habe es auch nicht so oft gespielt, aber man spürt es gleich wieder. Jetzt ist Doom hier und sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Das, was die Fans gewünscht haben, hat man plus eben das bisschen Aufrüsten, plus eben dieser richtig fette Editor, wie du es gesagt hast. Also doch, doch, gut gemacht das Ganze und ja, es gibt noch viele andere gute Sachen, wie zum Beispiel. Ja, unsere Webseite www.gamester.tv, da könnt ihr hin, dann könnt ihr das Doom-Video nochmals anschauen, in Zeitlupe sehen, wie es mich zerpatzt. Ah, ja, leider. Genau. Aber da findet ihr wirklich alles, die Links zu iTunes, die Links zu YouTube natürlich und überall die ganzen sozialen Medien. Ja, da iTunes wurden wir groß gefeatured, danke dafür, hat gut geklappt. Aber wir wollen da an die Spitze, also schön, nur abonnieren, das tut uns gut, danke dafür. Und ja, jetzt seid ihr wahrscheinlich bereit für eure Runde zum Zocken. Macht's gut, genießt es, bis zum nächsten Mal.